Master der Badia Gardens scheinen einen regen Austausch zu haben. Nun, angeblich sollen es zwielichtige Geschichten sein. Hier erstmal da lang. Vielleicht ist es genau der richtige Weg, ne? Nee. Zweite Obergeschoss wurde gesagt. Das heißt, ich muss Aufzug fahren. Da komme ich wahrscheinlich nicht rein. Nein, doch, hey. Nein, doch. Ach, hier musste ich doch hin. Ach, scheiße. Verflucht! Darf ich wieder raus? Na? Wie lange sollen wir noch warten? Voll nicht lang gewartet. 20 Sekunden. Boah, ich hab keine Geduld mehr. Wie war's? Sie haben begriffen, wie unsere Lage ist. Und Balam Garden ist noch heil. Das Attentat auf den Präsidenten wurde von einem Einzeltäter verübt. Den Balam Garden trifft keine Schuld. So zumindest lautet das offizielle Statement der Regierung. Ah, ist Excel erleichtert. Mit Täter ist doch Cypher gemeint. Er ist vor Gericht gestellt und hingerichtet worden. Jetzt die Renault wahrscheinlich. Und alle. What? Hingerichtet? Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er den Präsidenten entführen wollte. Er hat uns Waldeulen damit in Schutz genommen. Ihr habt ja Cypher damit hineingezogen. Aber als Widerstandskämpfer habt ihr das Risiko einkalkuliert, oder? Ich denke, Cypher wusste das auch. Zu dünne Beine, die Renoir. Deshalb solltest du nicht glauben, dass er für euch gestorben ist. Sorry, das sollte eigentlich ein Trost sein. Hallo? Xella, das Cypher gast wie die Pest. Das stimmt schon, aber er war immer einer von uns. Das kann ich nicht so hinnehmen. Am liebsten würde ich ihn rächen. Ja, die Schublade durchsuchen. Ist nichts, okay. Ihm bezüglich habe ich keine einzige schöne Erinnerung. Man sagt, dass Liebe und Hass nah beieinander liegen, aber bei Cypher war das anders. Naja, er war ja auch kein böser Mensch. Er war ja auch, ja. Am Ende hat er es nicht mehr zum Seed geschafft. Er war ein Widerling, aber jetzt, wo er weg ist... Ich habe ihn sehr gemocht. Er war so selbstsicher, er wusste immer alles. Wenn ich ihn so sprechen hörte, war ich sicher, dass nichts unmöglich ist. War er dein Freund? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Bam, bam, bam! Aber keine Ahnung, was er von mir hielt. Liebst du ihn jetzt noch? Wenn das so wäre, würde ich euch das alles nicht erzählen. Das war vor einem Jahr, im Sommer. Flashback! Ich war 16. Es sind schöne Erinnerungen. Ihn geliebt, kein böser Mensch, einer von uns. Ja, Squallus, ihr wolltet übersehen. Cypher, du bist ja schon Vergangenheit. Will man so über mich reden, wenn ich mal sterbe? Squall war dies und das. Werden sie so über mich herziehen? Verstehe, sterben heißt zur Vergangenheit werden. Darf ich auch mal irgendwie was machen? Okay, ihr seid Luft für mich. Ich darf natürlich durchgehen, das finde ich gut. Ach, ich gehe zur Tür. Ich glaube, das muss man so. Ich meine, das muss man sogar machen, oder? Nein, doch nicht. Schade. Ich mag das nicht. Ich will das auf keinen Fall. Squall, was ist mit dir? Ich will das nicht, hört ihr? Was zum Henker? Er ist ja wütend. Ich will nicht zur Vergangenheit werden. Alle jetzt nur, was will der von uns? Hat? Ich brauche neues Getränk. Ich brauche mein Bimbo. Wo ist mein Bimbo? Was ist denn hier noch? Oh, hier geht's da oben auch. Guck ich mir alles hinterher an. Ist jetzt hier noch irgendwas, irgendjemand? Oder sind jetzt alle abgehauen durchs Fenster? Nein, Quistis ist noch hier. Hallo, Quistis. Es wird bald eine Durchsage geben. Dann sammeln wir uns am Haupttor. Bis dahin habt ihr frei. Wie schön. Kann ja richtig Zeit nutzen hier, nicht zu Hause. Gehen wir mal zum Aufzug. Wahrscheinlich ist der irgendwie außer Betrieb oder so. Schloss 3.
Plus 3. Meinetwegen. Ach ja. So, ja gut, gehen wir erstmal oben weiter. Wenn wir schon mal hier sind, ne, wir müssen jetzt gerade eben ein bisschen Zeit totschlagen. Da unten können wir gleich bestimmt wieder Hass ziehen. Oder gibt es hier gar keinen Durchgang? Es hat einfach nur so einen Rundgang. Okay, wahrscheinlich oben rechts, ne? Ja. Hätte ich auch direkt den kurzen Weg gehen können. Nein, da rechts, hier mittig. Da, hier. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch sagen möchte. Was ist das? Komm. Ich möchte bitte einmal hin, genau. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Schade. Das ist hier wohl doch nicht so. Das ist ja auch irgendwie noch dahinter, so hier, so irgendwie. Ach nee, jetzt fand ich immer nur so faszinierend, dass ich dann da so hinter dem Roten bin. Ja, ich bin leicht zu begeistern. Jetzt bin ich alleine in der Gruppe. Ach, deswegen sehe ich da wahrscheinlich auch keine versteckten Dingens mehr hier. Dingenskirchens. Oh, ey. Ah, doch, ich wusste doch, dass hier was war. Ah, verdammt nochmal. Mit der Windschnurroute hätten wir den entdeckt, aber so natürlich nicht. Schon wieder gilt? Schon wieder? Was? Wie komme ich denn hier raus? Wo ist denn der Durchgang, bitte? Hallo? Hallo? Ah, okay. Alles klar. Ja, du kannst Geld bekommen. Warum geht das jetzt hier so fix? Ach so, man kann da gar nicht rumherum laufen. Ich verstehe. So, das muss man mir auch mal sagen. Ich nehme gleich schon wieder eine Stunde auf. Das geht so schnell rum bei dem Spiel, ne? Die Zeit, das ist unglaublich. Aber nur richtig gut. Husch. So, gehe ich nochmal oben, wenn ich da überhaupt lang komme, auch nochmal lang. Richtung rechts. Scheint zu funktionieren, okay. Wahrscheinlich im Hellen ist wieder ein Dwarfpunkt. Nein, natürlich nicht, okay. Wo komme ich dann hier hin? Ja, toll, den gleichen Raum, super. So eine Scheiße. Warum rieche ich denn gerade Fondue? Das verstehe ich nicht. Ach ja. So. Man kommt mal hier, die verfickte Durchsage hier von mir. So, trefft euch am Haupttor, Freunde der Nacht. Ja, wir kriegen auch nämlich gleich unsere nächste Hauptperson. Ich meine, das ist dann auch schon die letzte Hauptperson, die wir bekommen, die auch bis zum Ende bleiben wird. Ja, ich habe schon wieder ein bisschen was gespoilert, ich weiß. Auch schon zwischen den Zeilen was gespoilert, ne? Ja, gut, komm, gehen wir runter. Bim, 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 bim. Die Mucke ist ja auch so verstörend depressiv, ey. So. Ach, guck mal, wer der ist. Dexterly Belly. Hallo. Wow. Ich geh mal ein bisschen gazen hier. Ach, komm, laden wir nochmal hier mit ihm hier. Gib schon wieder an. Was ist, wenn ich nicht renne? Okay, das interessiert ihn nicht. 13, 14, 15. Sprech dich nicht an, ich verzähl mich sonst. Ich habe mich verzählt, das ist deine Schuld. Scheiße, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen zu zählen. Das ist eigentlich das Coole, weil ich glaube, der zählt tatsächlich so, wie viele Liegestütze er gemacht hat. Also ich habe jetzt nicht mitgezählt, ich sag mal 9. Ja, 8, 9, 10. Das finde ich echt cool. Immer noch lockere Sache und was mit dir? Ja, ja, ja. Ah, das haben wir auch schon mal gesehen, Mann. Lauf! Ach, ja, ja. Komm. Ist gut. Ich hab's gepeilt, du bist notgeil. Ist okay. Ist okay. Komm, ja. Mach weiter. Ach, guck mal hier. Ne, guck dir das mal an, ne? Du alte Schlampe. Ups, reiß dich zusammen. Wenn eins kann, ist das Liegestütze. Da waren auch noch Sachen, wo ich noch nicht reinkam, oder? Sind immer noch versperrt? Ach nein, es war der Sportplatz. Fuck. Jetzt sind alle weg. Alle weg. Drehstunde vorbei. Ja, ich überlege gerade. Ach, genau, richtig. Ich bin von links nach rechts gegangen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder in den mittleren Gedönse da. Ach so. Hey, Squall. Was macht ihr hier? Was soll mal die Frage? Wir sind Kuriere. Wir überbringen euch neue Befehle von Direktor Sid. Was für Befehle?
Hab mal keine Ahnung. Wir haben es einem hohen Tier hier übergeben. Anweisung vom Direktor. Erklärung. Wir sollten eigentlich nach Timber. Aber es fahren mal keine Züge, deswegen kamen wir mal hierher. Wir sind froh, dass wir euch getroffen haben. Cypher? Ah, genau! Ist Cypher mal nicht bei euch? Cypher ist angeblich tot. Er soll in Galbadia vor Gericht gestellt und hingerichtet worden sein. Lüge! Das ist mal nicht wahr. Ihn stellt man nicht so einfach vor Gericht. Und schon gar nicht mal hinrichten. Das passt nicht zu Cypher. Frage. Wow, Cypher suchen gehen? Bis bald, Squall. Wir gehen nach Galbadia und suchen dort mal nach Cypher. Auf Englisch sagt er übrigens immer, ja, no. Das hat mir der Sint gesagt, ja. Und nochmal Hass. Ja, komm, du kannst das auch mal ziehen. Vor dem Tor sammeln, alles klar. Gut. Ich könnte hier auch mal speichern, ne? Aber, ach, guck mal, da ist schon die Quistis. Hallo, Quistis. So, kommt alle her. Wir gehen jetzt hinaus. Alle. Ich. Finde ich gut. Jetzt such mal die anderen und sag dem Bescheid, bla bla. Okay, da kommen sie schon. Hervorragend. Ich bin wieder mal der Letzte. Schalalalala. Hallo, Mädchen. Achso, die Hexe in den Hauptschulen aber nicht auf. Okay. Also, ich habe schon gelesen, aber nicht vorgelesen. Das ist immer ein Unterschied. So. Hallo. Wann bekommen wir denn unsere Befehle? Da kommt er. Sag ihm, dass ich auch ein Sieg bin. Das erspart uns lästige Fragen. Mein Gott, kommt der gemächlich hier angeschissen, ey. Ist ja schlimm. Die Karre ist wohl nicht mehr ganz heile. Guten Tag. Ich habe neue Befehle für Sie von Direktor Sid. Wir haben das Schreiben nach Rechtmäßigkeit überprüft. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir Direktor Sid unterstützen. Vor kurzem hatten wir nämlich einen ähnlichen Plan erstellt. Damit Sie die Wichtigkeit Ihrer nächsten Mission begreifen, müssen Sie Folgendes wissen. Dass ich den ganzen Tag hin und her laufe. Sie dürfen sich rühren. Sie wissen, dass die galbadianische Regierung die Hexe zur Botschafterin ernannt hat? Die Friedensdelegation ist eine Farce. Ihr Ziel ist pure Einschüchterung. Hexen flößen Furcht ein. Faire Verhandlungen sind nicht möglich. Galbadia will durch Drohungen den anderen Staaten Bedingungen diktieren. Letztendlich will Galbadia die Weltherrschaft an sich reißen. Natürlich bilden wir und ihr Garden keine Ausnahme. Wir und ihr Garden, so rum. Die Hexe hat diesen Garden zu ihrem Hauptsitz erklärt. Somit bleiben uns im Grunde keine Alternativen. Wir beauftragen sie damit, den Weltfrieden und unsere Zukunft zu retten. Das ist doch mal ein Auftrag, oder? Konkrete Anweisungen entnehmen Sie bitte dem Schreiben. Fragen? Laut Befehl soll der Auftrag von einem Scharfschützen ausgeführt werden. Wir haben jedoch niemanden, der eine solche Qualifikation besitzt. Keine Sorge. Der Galbadia Garden wird einen exzellenten Schützen stellen. Kinnis! Irwin Kinnis! Der alte Pornostar. Das ist Irwin Knies oder Irwin, keine Ahnung, ich nenne ihn mal Irwin. Er wird diesen Part übernehmen. Abmarsch, wenn Sie bereit sind. Ein Fehlschlag ist inakzeptabel.
Na? Hey, ihr Pappnase aus Ballamp. Tag allerseits. Xell, lass endlich die Faxen. Geht es klar mit eurer Unterstützung? Das hängt ganz von dir ab. Ach ja, die meisten Leute nerven meine ganze Art. Aber ignoriert es einfach, dann werden wir gut auskommen. Ich soll den Typen nicht mit Xell zusammentun. Ich werde es mir merken. Achso. Wie lautet der neue Befehl? Unser nächster Job. Nein, das ist kein Job. Das ist ein Befehl vom Ballamp und vom Galbadia Garden. Wir werden ein Attentat auf die Hexe verüben. Dazu benutzen wir einen Scharfschützen, Irwin Kinnis. Der Schütze wird der Schütze sein. Kinnis, wie wird der Nachname ausgesprochen? Das würde mich mal interessieren. Oder Kainis, keine Ahnung. Unsere Aufgabe ist es, Kinnis dabei zu unterstützen. Falls das Attentat misslingt, werden wir direkt eingreifen. Ich werde nicht daneben schießen, macht euch keine Sorgen. Wir müssen die Hexe um jeden Preis ausschalten, so lautet der Befehl. Unser nächstes Reiseziel ist die galbadianische Hauptstadt Deling City. Dort treffen wir Oberst Carvey und erstellen einen Plan. Abmarsch! Oder den Plan. So! Ich möchte ein Team bilden, bis wir in Deling City sind. Ah, wen unterstelle ich dir denn mal? Das Coole ist, der macht immer, wie findet ihr das? Der macht immer entsprechende Kommentare, so je nachdem, wie wir das Ziel, wie wir die Gruppen aufstellen. Um ehrlich zu sein, ich finde das okay, so wie es ist, weil ich will die beiden Mädels eh nicht haben. Na gut. Na gut. Wenn du unbedingt Stress haben willst. Stress? Nee! So hast du also über uns gedacht. Wir haben verstanden. Lass uns gehen, Mr. Kinnis. Aber was ist jetzt schon wieder? Nennt mich einfach Irwin. Ich bin super glücklich, dass ich mit so hübschen Girls zusammen sein kann. Ich wollte Mädels sagen. Du wirst es nicht bereuen, Irwin Kinnis. Habe ich was falsch gesagt? Da soll einer die Weiber verstehen. Das ist ätzend. Irwin Kinnis, den kann ich nicht ausstehen. Squall, wir gehen zusammen. Jetzt kommt ihr auch schon mit so einer Tour an. Aber was ist jetzt schon wieder? Finde ich lustig. Squall, gehen wir. Wir werden vor ihnen da sein, sonst werde ich noch wahnsinnig. Kindisch, Mann. Wir werden jetzt wohl öfters die Truppe umbilden. Vielleicht sollten wir das üben. Nein, nein, brauchen wir nicht. Ist alles Paletti. Squall, okay? Ist alles Paletti. Nein! Im Truppenmenü. Tschüss. Ja, im Endeffekt kann man halt die Truppenmitglieder austauschen oder halt die kompletten Kopplungen direkt austauschen, was auch sehr praktisch ist, gerade wenn die Truppe gewechselt wird. So, jetzt kommt eigentlich schon die letzte Anlaufmission. Anlaufmission? Die letzte Stelle. Die wir jetzt auf CD 1 haben werden. Die ist aber noch relativ umfangreich. Keine Sorge. Keine Sorge, ne? So, ich denke mal, ich hoffe mal, der Zug fährt nach dahin, wo ich hin möchte. Sieht nicht gut aus. Was sieht nicht gut aus? Ich? Ich hol mir gerade mal was Neues zu trinken, ne? Einen Moment, bitte. So, Freunde der Nacht, da bin ich wieder. Okay. Was meinst du? Blablabla. Achso, ich wollte gerade noch mal einen kurzen Überblick verschaffen über die Wolken. Nein, über die GFs hier. Ach, sie ist Renoir gekoppelt. Renoir. Ach so, ich hab's ja getauscht, stimmt. Okay. Genau. Magie plus 20 ist fast fertig, ist fast fertig. Na gut, dauert noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen. Aber ist auch fast fertig. Das dauert doch extrem lange. Hervorragend, okay. Das sieht doch mal ganz gut aus. Genau. Dann wollte ich jetzt hier nochmal Tarupe. Kopplungstausch, du gegen Renoir. Hey! Stellst aber nichts von wegen hier. Wieder mal gewechselt hier, geändert. Ich will nur mal kurz gucken, ob die irgendwelche Zauber haben. Geht natürlich auf Koppel, ich voll Idiot. So. Nein. Nein. Ja, Blitz, aber Blitz ist egal. Da ist nichts Weltbewegendes. Ich meine, den ganzen Krieg, im ganzen Land geht es ziemlich hektisch zu. Aber hier war doch irgendwas irgendwie. Mann. Hey, wollen wir da auf dem Heimweg hin? Dahin? Wohin? Bla bla bla, komm. Ich will nach Deling City. Nach Deling City kostet es 3000 Gil. Wollen Sie einsteigen? Ja, will ich. Bitte. Ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Gase hier sehen oder sonst irgendwas und nicht wieder mit Laguna spielen. Ah, fällt mir gerade was ein. Ja, stimmt. Die Tür wird entriegelt.
Achso, darf ich jetzt gehen? Okay, alles klar. Warum fahren wir noch nicht ab? Siehst du nicht. Warum fahren wir noch nicht ab? Ja, was weiß ich denn? Bin ich hier Gott oder was? Wenn ich zu das Ding hineingehe, meckert Selfie bestimmt wieder. Ah, komm. Aha, okay, alles klar. Hey, du hast es begriffen. Mhm. Der Zug nach Delhi City fährt in Kürze ab. Bist du direkt schlecht hier oder was? Oder bist du schwanger? Mit diesem Zug kommen wir nach Delhi City. Echt? Hatte ja nur gerade die Durchsage gesagt, aber ist ja nicht schlimm, das steht da oben. Aber macht ja nichts. Geteiltes Schicksal oder was? Was machen wir mit ihm? Ja, so gucken wir, wie die beiden da jetzt flirten hier, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Du und ich, wir beide teilen uns das Schicksal. Was denn? Liebeskummer? Nein!